September, Anfang November, die Zeit um Allerheiligen, wenn die bunten Blätter wirklich alle schon hinuntergefallen sind, dann ist so diese Zeit der Traurigkeit, auch die Erinnerung der Toten oder das Gedenken des Todes. Aber eigentlich im Kern ist Allerheiligen ja nicht ein Gedenken des Todes, sondern ein Gedenken des Lebens. Wir gedenken dort ja aller Heiligen, die unsere Vorbilder sein könnten oder sollten, alle, die ein ganz besonderes Leben gehabt haben und auf uns wirken. Die Grundidee immer wieder ist es ja, den Blick nicht auf das Negative, auf das Vergangene und Vergängliche zu richten, sondern auf das, was bleibt, was weiterträgt, was uns wieder neuen Mut und neues Leben gibt. Vielleicht wäre das eine neue Interpretation, wie wir Allerheiligen vielleicht einmal fröhlicher, begeisterter, lichterfüllter sehen können. Auch wenn wir vielleicht am Friedhof vorbeigehen und von ganz lieben Menschen noch einmal Abschied nehmen und an sie denken.